Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy, der kleine Skeptiker. Und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir ein Unboxing für euch, für Sammy tatsächlich. Und er freut sich schon tierisch, denn wir waren eben spazieren und ich habe ihn die ganze Zeit damit motiviert. Mäuschen, komm, du schaffst das. Nicht mehr lange, dann sind wir zu Hause und dann kannst du endlich die Tuff-Cookie-Box auspacken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Box wurde uns kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal, dass wir sie hier haben. Die kann man im Monatsabo bestellen, was jederzeit kündbar ist und da zahlt man auch monatlich für. Da hat man die Variante zu wählen für kleine Hunde für 34,99 € und für große Hunde, das ist ja Sammy, definitiv mit seinen ein bisschen mehr als 20 Kilo. Und die kostet 39,99 € pro Box und halt auch in dem Sinne pro Monat. Und ja, Maus, ich weiß. Ich habe ihn schon ein bisschen angefixt, ne? Und naja, ich habe mir gedacht, dass Sammy halt ungeschminkt und unfrisiert ist, bin ich das jetzt auch mal. Ich muss mir eben kurz die Tageslichtlampe ein bisschen zur Seite stellen. Genau, weil die stört ein bisschen im Hintergrund, ne? Die, ja, feiert Sammy nämlich immer hardcore, weil Tageslichtlampen sind nicht nur für Menschen gut, sondern natürlich auch für Tiere. Und er legt sich da unheimlich gerne vor, um da reinzugucken. Ist von Beurer, Link dazu in der Infobox. Also ich habe das immer mal wieder unter meinen Videos auch verlinkt und es haben so viele von euch die auch schon nachbestellt. Und ja, ich kann die nur empfehlen. Als ich die gekauft habe, war die reduziert. Das war auch zum Black Friday oder so, da habe ich 2 Stück von gekauft. Aber darum soll es gar nicht gehen. Sammy sah schon ganz nervös, ne? Wir wissen, was in der Box dieses Mal drin ist. Ja, ich weiß. Das ist eine Box, die kommt aus Österreich und Love at First Sniff ist da das Motto. Das Motto ist halt vor allem auch, dass du hier in dieser Box Produkte drin hast, wo man sich als Hundehalter keine Sorgen machen muss, ob das gesunde Produkte sind. Also die Produkte sind, ich glaube, alle getreidefrei und halt in dem Sinne auch, sagen wir mal, gesund, und Sammy legt jetzt schon die Box ab. Ich feiere das so hart. Genau, und hier drauf sehen wir auch die Hündin von der Gründerin und Besitzerin von der Tuff Cookie Box. Das ist eine Dackel Lady, was, Sammy? Ja, ja. Ich weiß. Ich mache jetzt auch. So. Hier haben wir dann, wow, den ersten Blick in die Box und es sieht schon sehr natürlich aus, was da drin ist. Ich glaube, Sammy hat da Bock drauf, ne? Hast du da Bock drauf? Neben ein paar Spaziergeh-Impressionen haben Sammy und ich auch noch eine kleine Info für euch. Und zwar können wir euch die Funbox im 6-monatigen Abo ans Herz legen. Denn damit bekommt ihr zum einen von uns den 10 € Rabattgutschein, den ich euch mal einblenden kann. Die hat die liebe Linda uns bereitgestellt. Und dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, die Zahlungsweise auf alle 6 Monate einzustellen, sodass ihr dann nochmal 12 € sparen könnt. Also das ist im Prinzip das Günstigste, was man so nehmen kann. Man bekommt auch als Willkommensbonus, sage ich mal, wenn man das als neuer Abonnent halt abonniert, ein kleines Willkommensgeschenk in die erste Box mit rein. Und ich bin außer Atem. Der kleine Mann fordert mich und jetzt hat er auch noch was gefunden. Großartig. Ist das eine Katze? Ist das eine Maus, Sammy? Ja, wir gehen jetzt erstmal schön ins Gestrüpp. Läuft bei ihm. Ja, genau. So ist das, ne? Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch sagen, dass ihr die Box nur alle 2 Monate bekommen möchtet und nicht jeden Monat. So könntet ihr das Ganze theoretisch auf 12 Monate dann ja auch ausweiten. Da müsst ihr nur über das Kontaktformular die liebe Linda anschreiben. Dann kann die euch das so entsprechend einstellen. Und natürlich könnt ihr dann nach den 6 Monaten auch ganz normal das Ganze kündigen, ne? Ja. So viel dazu. Das Ganze gilt für neue Abonnenten. Und ist natürlich auch nur einmalig pro Kunde einlösbar. Ja, alles dazu steht unten nochmal in der Infobox. Ein bisschen detaillierter, falls es mir gerade beim Spazierengehen nicht eingefallen ist. Ja, ne? Und jetzt geht's weiter. Also das hier bekommt Sammy gleich am Ende. Das ist natürlich geil. Da hatte mich die Gründerin auch gefragt, also mit der stehe ich auch per WhatsApp in Kontakt, ob Sammy sowas schon mal gehabt hat. Es sind nämlich Rehbeine von Pets Best. 2 Stück sind hier drin. Huch! Und ich habe gesagt, nö, also von uns hat er die so noch nicht bekommen, aber Sammy ist ja auf der Straße groß geworden, der ist ja so eher, ja, entspannt, sage ich mal, was sowas angeht. Also, ne, wir haben da auch keine Last mit ihm, das zu geben, muss ich ehrlich sagen, weil es ist einfach ein Hund. Ein Hund ist ein Tier und natürlich auch mein kleines Baby, aber, ne,
Das kriegt er gleich am Ende auf jeden Fall. Das lege ich da vorne hin, weil da wird er ein bisschen länger was dran zu knabbern haben. Er hat auch schon mal ganzen Pansen bekommen und alles mögliche. Also wir sind da wirklich sehr, sehr entspannt. Und alles, was irgendwie natürlich ist, kriegt er super gerne. Auch irgendwie so Hasenohren und sowas. Na, hast du schon irgendwas entdeckt? Hier haben wir, oh guck mal, Schafslunge mit drin. Gesund für einen Hund. Und hier sind 100 Gramm drin, Heißluft getrocknet. Gesund für einen Hund ist da wirklich die Marke. Die Marke finde ich echt witzig. Und sowas ist ja ein sehr natürliches Leckerli, was man auch gerne mal geben kann. Man muss halt bedenken, dass solche Leckerlis dann auch ein bisschen, aber das wissen alle, die Hundehalter sind, ne? Die können halt ein bisschen mehr riechen, aber finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Maus, warum hat Fräuchen denn schon wieder keine Schere hier, Sachen? Die ist da hinten. Moment. Okay, du passt auf die Schafslunge auf. Sie gut aufgepasst. Sie gut gemacht. So, und jetzt habe ich hier eine Schere. Riecht das gut? Ja, ja, Moment, Moment. Ja, einfach mal mit der Zunge schon direkt rein. Ist natürlich Lunge, ne? Also dementsprechend sehr leicht. So schaut es aus. Es riecht natürlich auch extrem, aber ich glaube, er wird es sehr feiern. Unsere gesunde Nahrung ist, also das gebe ich Sammy halt auch einfach sehr gerne. Ne? Wenn da halt kein Gedöns oder sowas mit bei ist. Schon gut. Ja. Wir haben das eigentlich immer so in Aufbewahrungsdosen. Das hier kommt jetzt auch in so eine Aufbewahrungsdose. Habe ich, glaube ich, mal bei Ikea gekauft, diese großen Bonbongläser. Ne? Also wenn wir irgendwann mal in diesem Universum Kinder haben sollten, muss ich aufpassen, dass man das nicht verwechselt. Ne, Sammy? Genau, dass man nicht die Bonbons für die Kinder in die gleichen Dosen packt. Und dann denken sich die Kinder, oh, wir möchten mal irgendwas schnabulieren, machen eine Bonbondose auf und dann haben wir ein bisschen Schafluge. Geil. Okay, hier ist noch was und zwar glutenfrei, 84% frisches Fleisch, Fitmin Purity Holistic Dog Food, Snacks Stripes, Super Premium Dog Snack. Das sind 5 Stück und da ist wohl Wild drin. Jo. Sammy, hm? Da du hier auch schon ein Rehbein hast. Willst du Sitz machen? Sitz. Na gut, dann macht Fräuchen das Ding auch auf. Oh, pass mit deiner Nase auf, Sammy. Bitte. Jetzt ist ja das blühende Leben, ne? Eben kurz vorm ich brech zusammen beim Spazieren gehen. Ja, Fräuchen ist dann auch immer ein bisschen... Ich power ihn gerne aus, ne? Weil er ist ja genauso ein Faultier wie mein Freund und ich. Ne? Und dann motiviere ich ihn tatsächlich immer. Und das ist für mich ja eigentlich auch ganz gut, weil ich dann auch so ein bisschen aus mir rauskomme. Und ja, Monsieur hechelt dann immer vor sich hin, aber Frauchen sagt immer, komm, komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Okay, also die kriegt er recht schnell auf. Die scheinen jetzt nicht irgendwie so Kausnacks in dem Sinne für ihn zu sein. Es geht rucki zuck, ne? Entschuldigung, ihr seht den gerade immer nur von der Seite, ne? Aber ist hier ein Video mit Tier, dann ist das nun mal ein bisschen was anderes. Was haben wir denn hier, Sammy? SK Pure, Hupfwall, Ziege, Umausi. Also du kriegst heute hier aber richtig leckere Sachen. Das sind so ganz kleine Snacks, die kann man so als Belohnungssnack geben, wenn man irgendwie trainiert oder so. Hier haben wir 150 Gramm drin. Und auch das sieht sehr, sehr angenehm und natürlich aus, finde ich, ne? Ja, ja, nicht schlecht, Herr Speck. Machen wir das hier mal auf. Das ist auch tatsächlich mit so einem Druckverschlussbeutel, genauso wie diese Streifen das eben auch waren. Hier, mir sitzt. Ein bisschen, das musst du hier aber auch noch machen, nicht immer nur Futter, Futter, Futter. Oh, aber die scheinen nicht jetzt super weich zu sein. Ich halte das mal kurz hier oben hin, das sind so ganz kleine Snacks. Ne? Na. Mein Kleidchen habe ich übrigens von der lieben Michelle geschenkt bekommen. Das ist selbst gehäkelt, glaube ich. Ja, geh einfach in die Packung. Ist okay, da kommst du nicht rein, das ist zu tief unten. Bist du wohl beigekommen, ne? Na gut. Noch einer, noch einer, noch einer. Oh. Hey, da geht er steil drauf, ne? Aber das ist halt auch wirklich bei der Tuk-Tuk-Cookie-Box so, und das muss ich auch wirklich gestehen. Das sind jetzt, es ist keine günstige Box. Definitiv nicht. Also 39,99 ist schon eine Hausnummer, ne? Aber du hast hier wirklich Sachen drin, die sehr natürlich sind. Ich merke es einfach an Sammy, er feiert das, ne? Also er wird das alles am liebsten direkt auffuttern und dann platzt du aber. Mausi, du platzt dann. Puff. Ja, sieht halt auch nicht super verhungert aus, ne? Aber der verhungert halt auch hier nicht, weil er
minimal vollgestopft wird. Nein, du wirst nicht vollgestopft. Ja gut, Frauchen soll weitermachen. Hier hat er vielleicht ein bisschen länger was dran. 79% Fresh Meat, glutenfrei, Fit Min Purity, Snacks, Nuggets, auch mit Wild. Und hier sind 64 Gramm drin. Das sieht auch sehr, sehr ansprechend aus. Wie er immer guckt, ne? Ja, wir haben ihm natürlich auch die letzten 3 Tage nichts zu essen gegeben, damit er hier in diesem Video auch eine gute Figur macht, ne? Von wegen. Monsieur hatte heute schon ein gutes Frühstück. Er hatte die letzten Tage auch immer gut was zu essen. Oh, das riecht aber tatsächlich sehr angenehm. Aber wenn so eine Box kommt, ne, der kann sich da nicht halten. Und die sehen echt, also, das sind so crunchy Snacks, ne? Ich dachte erst, der wird da so ein bisschen länger was dran zu kauen haben, aber die sind sehr luftig leicht wohl. Ist ja mit einem Haps in die im Mund, ne? Ey. Okay. Ja, Mausi, warte. Wir haben ja auch ab und an tatsächlich, oder eigentlich hast du hier auch immer irgendwie ein Spielzeug oder so mit dabei. Die Leine, die wir mal mit dabei hatten, diese Joggingleine, mache ich mir beim Spazierengehen tatsächlich immer um und habe ihn dann an der Leine dran. Und da das halt so eine Reflexionsleine ist, ist es super praktisch jetzt auch im Winter gewesen. Mini Fire Hose Bumper. Macht das irgendwas? Damit kann ich, glaube ich, kann das einfach werfen, ne? Von Pets Board oder so. Ja. Ne, hat hier noch so einen Griff zum Festhalten. Also kann ich hier mal aufschneiden. Sieht mit so einem. Hey, oh, pass auf, Sammy. Nicht das Fräuchen dich. Fräuchen ist nämlich so ein Patjakel. Das weißt du doch. Das ist etwas, ne? So ein Zehrspielzeug einfach. Also das macht jetzt. Doch, hier ist ein Quietschi drin. Nee, doch nicht. Dachte ich erst. Ja, das Buffet ist eröffnet. Doch, hier ist ein Quietschi drin. Da kann man mit ihm spielen. So. Und dann kann ich das anpacken und zehren. Aber hier ist wenig Platz, das weiß er mir, deswegen spielt er hier selten mit mir. Er weiß, dass er hier immer Jam kriegt, aber spielen machen wir eigentlich hier relativ wenig. Kann ich mit dem draußen spielen? Ja. Ich weiß, du bist ganz aufgeregt. Finde ich aber cool, ne? Also das ist, glaube ich, auch relativ robust. Fühlt sich sehr fest an. Ich denke, so schnell wird er das nicht auseinandergepflückt kriegen. Ja, einen haben wir noch. Dieser Blick immer, ne? True Hemp, hey, das beruhigt dich aber, ne? Treats, Playing Fetch, Hip and Joint, Support for Dogs. Du. Wer ist da? Härchen ist da. Hemp and Green Lip Mussel, also das ist mit Hanf, Grünlippmuschel und Turmeric Root, was auch immer das heißt. 70% Geflügel ist damit drin, frisches Geflügel. Und das ist 50 Gramm von True Leaf Pet, Return the Love. Okay, das sagt mir ehrlich gesagt so nichts. Gucken wir uns mal an, Sammy, ne, was da so drin ist. Die fühlen sich aber weich an, Maus. Die fühlen sich ein bisschen an wie meine Gums, die ich so zu mir nehme, die auch so Hanfgedönsen mit drin haben. Habe ich auch mal irgendwo in der Beautybox mit drin. Ja, die sind sehr weich. Die riechen sehr kräuterig. Sammy, nicht, dass du hier gleich ganz große Pupillen bekommst, ne? Genau, das sind halt so ganz weiche Leckerlis und halt so Würfelchen mit einem Haps in die im Mund. Okay, so, haben wir dich gechillt und jetzt kriegst du natürlich dein Rehbein. Möchten wir nicht irgendwie, ich habe dich ja die ganze Zeit damit angefixt, die ganze Zeit. Und hier sind sie nun, die Rehbeinchen. Es gab damals, dazu habe ich jetzt eine kleine Story, Leute. Es gab damals zu den 70ern oder so irgendeinen Gangsterfilm oder so oder ein ich weiß nicht, oh, ich will es haben, irgendein Film, wo der Polizeibeamte seine Sekretärin Rehbeinchen genannt hat. Oh mein Gott, das ist ja echt krasses Zeug hier. Ne? Und deswegen hat mein Freund mich eine ganze Zeit so genannt, bis ich dieses hier in der Box jetzt drin hatte, weil ich möchte nicht Rehbeinchen genannt werden, wenn dies damit assoziiert wird, um das mal so zu sagen. Ja, jetzt gönnt er sich hart, ne? Das finde ich dann schon wieder irgendwie so ein bisschen. Ich möchte nicht. Okay, ja, das war jetzt die Tuff Cookie Box und sie hat uns sehr gut gefallen. Also ich finde, dass die Snacks einen sehr, sehr guten Eindruck machen und dass wir da jetzt auch in den nächsten Wochen gut unsere Freude dran haben werden. Ja, damit müssen wir gleich noch ein bisschen spielen, auch wenn das ein bisschen makaber ist, aber ich glaube, Sammy kommt damit klar. Und ihr Lieben, ich bedanke mich von Herzen bei dem lieben Tuff Cookie Team, weil
Das ist echt cool, ne? So diese gesunden Snacks. Das, ich finde, das ist, ich weiß nicht, es ist eine schöne Geschichte für Sammy einfach mal, ne? Sich durchzusnacken. Er mag es, er, weiß ich nicht. Und ich fühle mich halt auch gut damit, wenn ich ihm das gebe, weil ich einfach weiß, da ist kein Gedöns drin. Ja, ihr Lieben, das war's jetzt hier von uns. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Da. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, am besten direkt auf meine Rübe, ja? Und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.